So, herzlich willkommen zurück in der Joint Hooter League Season 4. Zwischen Rafe und Regal 1:1 steht's. Und ja, hier entscheidet sich, wer in der Division 1 in der Joint Hooter League Season 5 bleiben wird und wer in die Division 2 wechseln muss. Leider sehr schade, dass sich eins von beiden Teams entscheiden muss. Wir sehen hier 1:1, ist doch sehr, sehr knapp. Und beide Teams haben so eine starke Performance hier. Das ist durchaus, ja, durchaus hier knapp. Oder durchaus beide Teams doch in Division 1 bleiben hätten können, ja. Aber erstmal Pause für NB, der kleine Connection-Probleme hat, wie es scheint. Na gut. Müssen wir halt auf ihn warten, ne? Ansonsten, was haben wir sonst noch so? Wir haben um 16 oder um 15 Uhr? Um 16 Uhr haben wir das Spiel in der Joint Hooter League Season 4. Auch das Winner Bracket Finals, aber in der europäischen Playoffs zwischen Basically Unknown und Four Anchors and Sea Captains. Daher bleibt einfach dran. Das Spiel wird danach hier weitergehen. Wahrscheinlich mit einer einstündigen Pause. Aber ja, kommt Musik und hey, warum nicht? Das Spiel wird dann auch, ja, auch wieder von MLG, das heißt Durka macht weiter. Ist auch, nur Durka. Capitalist setzt diesmal aus. Wie es scheint, haben wir hier ein kleines Problem bei NB. Mal schauen, ob er noch reinkommt. Oder ob wir hier ein Rematch machen müssen, aber naja, sie haben Pause. Wir warten und schauen, was passiert. In der Zwischenzeit, was haben wir denn hier? Ich wollte schon mal gucken. Rafe und Regal, woher kamen die beiden denn? Ah, zum Glück nicht, okay. Na, ein bisschen Zeit haben wir noch mit dem Draften. Wir haben Asia Playoffs, Asia League. Mal schauen. Asia, wir haben Division 1 war Execration, okay. Beide Teams tatsächlich. Hier, Rafe und Regal sind aus Division 2. Von daher kämpfen beide hier um einen Platz in der Division 1, wo sie vorher noch nicht drin waren. In der Asia Division 1 sind so Größen wie Invasion, First Departure, Kingdom, Mineski, Myththrust und so weiter. Die hier durchaus auf den Gewinner dieses Best of Threes warten lassen. Winner takes all, Best of Three, Spiel Nummer 3 zwischen Rafe und Regal. Es geht um alles. Mal schauen, Juggernaut-Bann. Mal schauen, ob wir hier den Morphling-Bann sehen von Rafe. Der doch sehr gut funktioniert hat im letzten Spiel. Aber gut, ja. 4,2 Sekunden ist halt schon groß. Wieder der X-Bann, wieder der Naga-Bann. Tja, das ist sinnvoll, ja. Sind aber auch nicht wirklich, ändern nichts daran. Beide Bans, jedes Game. Und da ist der Respect-Morphling-Bann von Rafe. Regal hat hier gezeigt, dass sie da sehr gut mit dem umgehen können. Dafür aber Venture Spirit durch. Die, ja, doch der Standard-Pick meistens ist. Und Rafe geht hier mit dem Wisp wieder. Wobei, nee, das war diesmal letztes Mal Regal. Rafe, vielleicht was anderes. Tiny Wisp könnten wir vielleicht sehen. Ich bin nicht so sicher, wie das in der asiatischen Szene verbreitet ist, Tiny Wisp. Aber mal schauen. Tja, wie das halt so, was sie da noch so picken will. Es gibt relativ viele Kombos für Wisp, von daher müssen sie jetzt nicht unbedingt einen Tiny picken oder ihre Combo, die sie haben wollen. Es gibt auch genug, außerdem die Combo offen zu lassen. Dadurch muss halt Regal auch immer die zwei nächsten Buns dafür benutzen, ihr mögliche Tiny Wisp-Kombos oder sowas rauszubannen. Das ist aus der strategischen Bann-Sicht natürlich auch immer ganz praktisch. Trotzdem müssen sie halt jetzt überlegen, was sie halt eigentlich lieber gerne zum Wisp picken wollen. Und dann, was dazu passt. Gehen jetzt hier im Tidehunter also wieder ein bisschen mehr Teamfight von Rafe. Und der Troll von Regal mal wieder. Hat in Game 1 nicht so gut funktioniert, okay. Aber naja. Vielleicht macht er Spiel 3, läuft er besser. Als Bannen müssen wir jetzt gucken.
ob Regal hier den Tiny Band. Wäre, glaube ich, sinnvoll. Tiny Wisp ist immer stark und da kommt auch schon ein Tiny Band. Und Rafe müssen sich auf jeden Fall andere Gedanken machen, was sie jetzt hier damit picken wollen. Außerdem könnten wir hier den Spirit Breaker von Rafe wiedersehen, der im ersten Game so gut funktioniert hatte. Troll Warlord und sowas war ja durchaus im ersten Game schon online, aber auf der Seite von Rafe müssen wir sehen, ob sie es machen wollen. Außerdem ist natürlich Void immer noch drin. Könnten hier durchaus irgendwie Wisp PA spielen und mit Void. Aber mal schauen, was sie hier picken wollen. Lange Bands. Müssen jetzt noch überlegen. Okay, irgendeine Wisp-Kombo, die uns nicht so gut gefällt. Könnten natürlich auch den Void bannen, aber gegen Void haben sie auch die Venge. Von daher haben sie da so, gegen so Single-Target-Dinger schon ziemlich gute Karten. Jetzt gucken vielleicht irgendwas Teamfightiges raus. Ist sehr offen, das Meta. Es ist ganz gut, dass ich nicht vorhersagen kann, was da kommt. Denn das spricht für das Meta. Ich kann mich erinnern, 6.8.1 oder 6.8.0 war das halt teilweise so, dass du die komplette ersten 4-5 Drafts halt komplett vorhersagen konntest. Das war ein bisschen langweilig. Razor Viper und die Geschichte. Jedes Spiel war ein bisschen, weil, ja, neue Dinge kamen nur in den letzten 2-3 Picks. War halt ein bisschen langweilig. Aber dieses Mal ist auf jeden Fall anders. Haben schon viel gesehen. Wir haben jetzt den Spiritbreaker ein bisschen gesehen, wie er revived wurde. Wir haben jetzt letztes Game den Morphling gesehen, wie er reinkam. Axe ist wieder im Game drin. Also, wunderschön. Außerdem Leviathan spielt ja auch Support Pudge, von daher. What a time to be alive. What a time to play Dota. Das Meta ist gerade sehr, sehr gut dabei. Und wenn man bedenkt, dass aktuelle Bans, aktuelle Nerfs, wie sehen sie aus? Omnislash Range reduced von 400 zu 375? Ja, danke. Das spricht schon für das Meta. Gefällt mir ganz gut. Das einzige Problem tatsächlich, was ich noch sehe, ist, was ich in den Games von Goomba meistens anspreche, dass Ganking-Lineups ein bisschen schlecht zu spielen sind. Klar, Push ist ein bisschen rausgenommen, kann aber immer noch gemacht werden. Ganking-Lineups ist allerdings das ganz große Problem, dass du halt wirklich, du gankst die ersten 20 Minuten, bist ganz gut vorne draußen, hast guten Farm auf deinen Carries, hast Priest drauf und dann kriegt der Gegner halt einen guten Fight irgendwann oder kriegt halt einen einzigen Kill. Und dann verlierst du eine Streak irgendwie von 500 bis 1000 Gold oder 1500 Gold geht das komplette gegnerische Team für diesen einen Kill. Und auf einmal ist es wieder even. Gibst halt einmal im Overextension oder so deine ganzen Ganker ab und dann ist es wieder even. Es ist halt sehr schwierig für Ganking-Lineups wirklich das durchzuziehen bis zum Ende. Und es halt auch früh zu beenden. Denn früh zu beenden ist halt immer die Gefahr, dass man irgendwie Highground overextendet. Egal wie weit, ja, nicht egal wie weit man vorne ist, aber kommt drauf an, wie weit man vorne ist und dann passieren da solche Geschichten und auf einmal ist es halt vorbei, das Ganking-Lineup kann nicht mehr ganken, der Gegner hat Farm und es ist over prinzipiell. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Meta. Witch Doctor ist tatsächlich der Pick von Rafe, von daher werden wir hier den Faces Void Pick jetzt sehen. Wieder von Rafe, drittes Spiel in Folge. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber Silencer von Regal, von daher haben sie hier beste Karten, eben nicht den Void zu picken. Denn Witch Doctor wird zumindest Schwierigkeiten haben, dort alles rauszubekommen. Wir haben die Venge for Spirit Swap, der noch drin ist, von daher nicht das perfekteste Spiel für eine Chrono-Death Ward-Kombo. Aber kann man machen. Der Chat sagt mir gerade, dass ich Bots brauche anscheinend. Ja, so ein Mu-Bot oder so könnte ich mir mal zulegen. Spirit Breaker. Also doch, Space Cow ist wieder online für Rafe, die im Game 1 so wunderbar funktioniert hatte. Mal schauen, ob Regal auch mit einem Offlaner geht, der Space macht. Eventuell könnten sie einfach noch mit Batrider versuchen. Außerdem gespannt, ob es ein Carry Silencer wird. Könnte durchaus sein, mit dem Attack Speed vom Troll. Und natürlich einem, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt der
Arcanums Refresher werden muss, kann es aber durchaus sein. Titan, der Witch Doctor und Spellbreaker, die doch sehr stark auf Spells aus sind. Und da kommt tatsächlich der Batrider. JNY Batrider wieder mal gegen Ryo Spellbreaker anscheinend. Das Matchup des Game 1. Und diesmal wird vielleicht kein Shadowblade Void dabei sein, der JNY auf dem Batrider so dermaßen stört. Vielleicht. Voidband hat sich von Wraith selber. Das ist interessant. Vielleicht ist ihnen nichts mehr eingefallen und sie dachten, okay, Regal packt jetzt hier den Void gegen uns selber aus. Hätte sein können, ja. Aber mal gespannt, was Wraith dann sich überlegt haben, was sie hier picken wollen. Wenn sie nicht den Void wollen und sich anscheinend schon andere Gedanken haben. Letzter Bann, 45 Minuten Zeit ist ja noch. Werden sie jetzt noch abwarten. Vielleicht ist auch noch jemand auf Klo. Bristleback ist tatsächlich der letzte Bann. Na gut. Wäre ein cooler Pick hier gewesen, besonders halt auch, wenn man auf Game 1 guckt. Dort war auch Wisp und Bristleback. Glaube ich, liegt gar nicht so weit da, was sie wollten. Aber ein Anti-Mage picken sie jetzt hier, okay? Sagen jetzt hier also, late kann es gehen, außerdem gegen Silencer. Sollten sie vielleicht Silencer kein Core mehr spielen. Das ist vielleicht so das, was sie daraus brauchen. BKBs sind hier sehr wichtig, würde ich jetzt mal sagen. Spirit Break und Anti-Mage sollten wir BKBs haben gegen Silencer. Ansonsten immer doof. Und ja. Ein paar Sekunden noch, plus Reserve Time natürlich. Und dann schauen wir, was Regal pickt, ob sie jetzt hier noch einen Support picken oder ob sie noch einen Carry picken. Kommt drauf an, was sie in Silencer spielen wollen mit dem Anti-Mage und der Mana Void zusammen. Glaube ich, dass Carry Silencer vielleicht nicht die beste Wahl ist. Andererseits, Silencer hat auch nicht so viele Spells. Und wenn er gute Mana Regeneration hat, kann er eigentlich mit den Glaives rum um sich werfen, ohne wirklich low zu werden. Aber gut, wenn Anti-Mädchen anblinkt, ist es sowieso mit dem Mana vorbei. Und daher rechne ich irgendwie ein bisschen mit dem Carry hier. Aber mal schauen, was es sein wird. Und es wird ein Meepo sein. Woo! Meepo! Coole Sache. Picken hier tatsächlich den Meepo raus. Das ist mit einer, ja, Ravage Death Ward so eine Sache. Aber es gibt Schlimmeres gegen Meepo natürlich. Ist wahrscheinlich doch ein ganz gutes Meepo-Game, besonders mit Anti-Mage und Spiritbreaker, der ganz gut davon aufgehalten wird, ein bisschen Early-Game gegen den Anti-Mage dabei zu sein. Ist ein ziemlich guter Pick. Aber es ist Meepo. Nice, nice, nice. Kipo Meepo. Ja, dann schauen wir mal. Und in-game. Aber doch erstmal Pause. Regal braucht noch ein bisschen. Hier sind es dann diejenigen, die auch mit der Plus-Time ein bisschen abgewartet haben. Vielleicht muss ja hier noch jemand. Vielleicht muss noch jemand seine Meepo-Makros bauen oder sowas. Keine Ahnung. Aber andererseits, asiatische Szene. Wenn der Carry, wer wird es hier spielen? Ich dachte Cloud eventuell. Aber es scheint... Okay. Scheint Visem auf dem Meepo zu sein. Wenn er mit StarCraft 2 aufgewachsen ist, glaube ich, wird das kein Problem für ihn sein. Sie oder ihn. Aber ja, Meepo ist halt so eine Sache. Trotzdem in der professionellen Szene hier, Division 2 und Dota League, auf dem Weg in Division 1, glaube ich mal sehr stark, dass sie hier Meepo schon ganz gut unter Kontrolle haben. Ich meine, haben wir hier bisher finde ich jetzt nicht ganz, wen
wen Regal hier schon alles besiegt hatten in diesen Playoffs, aber es müssen auch einige von der Division 1 dabei sein, von daher. Dann schauen wir mal. Also, Ryo wieder auf dem Spirit Breaker auf der Top Lane. NB Support Tidehunter tatsächlich, okay. Mit Chrissy auf dem Support Wisp. Dann Geo geht hier als Anti-Mage. Vielleicht sogar in die Mitte. Und Cast Witch Doctor. Okay, bin ich ganz sicher. Eventuell ein Tidehunter Mitte? Oder ein Carry Witch Doctor? Nein, okay. Witch Doctor Support, Wisp Support, Tidehunter. Entweder solo auf der Lane oder in der Mitte. Es wird ein Mitte-Meepo sein, von daher ist Titan in der Mitte vielleicht auch gar nicht so schlecht. Andererseits kann durchaus auch Anti-Mage Mitte gehen. Müssen wir mal schauen, wie sie es sehen. Keine Engagement tatsächlich am Anfang. Das erste Game jetzt hier, wo wir keinen 4 gegen 4 Clash an dieser Top-Rune sehen. Wahrscheinlich haben sich beide Teams jetzt gedacht, okay, das ist Game 3. Wir wollen jetzt nicht durch einen doch sehr random Clash an dieser Rune das weggehen. Außerdem hat Rafe zugegeben, Rafe hat nichts für Early Game. Von daher, lassen sie es am besten. Aber die Lanes, Jayne Vi wird hier auf der Bottom Lane doch eine recht gute Zeit haben wahrscheinlich. Tidehunter und Cast werden Schwierigkeiten hier haben. Aber Anti-Mage in der Mitte gegen Meepo und CK auf der Vengeful Spirit. Interessant. Ja, wie sie übernimmt hat der Meepo, genau. OZ Support, Silencer, Cloud Carry, Troll und halt Jayne Vi auf dem Signature Batrider wieder. Außerdem hier Boise geht auf die Glaives first, um gut zu harassen. Ist halt die Frage, ob er harassen will oder pullen. Anscheinend, wenn er hier die Glaives geholt hat, wird es wohl eigentlich ein Harasser werden, aber hat den Pull tatsächlich nicht gepackt. Das ist bitter, kam halt eine Sekunde zu spät. Und rotiert sehr viel dafür, dass er Glaives first hat. Dementsprechend stellen sie wahrscheinlich auch in die Mitte. Weil dort kann er mehr die Glaives einsetzen, wirklich zum Harrison. Was nochmal dieser Link gerade war. Okay. Nicht sicher. Exchange hier ein bisschen Damage. Ja, besonders Wisp hat halt hier so das Problem. Dass er doch sehr, sehr vulnerable gegen das Ganze ist. Jayne Vi wird eine super Zeit hier auf der Bottomlane haben. Und ja, ich bin mir sehr gespannt, ob das von Rafe nicht sehr schnell auseinanderfällt. Das ist sehr greedy. Die Lanes sind nicht gut im Vergleich zu dem von Regal. Aber es kommt halt alles darauf hinaus, ob Anti-Mage halt fett wird oder ob Meepo fett wird. Das, glaube ich, sind so die entscheidenden Sachen. Und Meepo mit einem Troll zusammen ist natürlich auch so eine Sache. Wenn hier Berserkers Battle Trance angeht, dann haut Meepo schon fett zu. Besonders mit mehreren. Wo es halt wieder alles stackt. Eventuell hätten sie eine Ancient Inspiration noch gebrauchen können. Dann noch mit dem Chilling Touch wäre das jetzt dann auf jeden Fall OP gewesen. Ja, eventuell Silencer für Ancient Inspiration wäre auch nur Idee gewesen. Ja, keine Bashes für Ryo. Von daher auch nichts. 0-0. Das ist das passivste Spiel bisher. Jetzt, wo ich passiv sage, kommt hier ein First Blood. Ah, nicht ganz. Bounce. Oh, es bounce tatsächlich zurück auf Jayne Vi. Pech für ihn. Aber 6 Sticks, trotzdem kann er hier erstmal nichts machen. 6 Sticks von Napalm. War eine Möglichkeit für das Go gewesen, aber so hinter dem Tower war es natürlich auch sehr greedy. Muss halt immer aufpassen. Wisp ist am Stacken. Hat bisher den Triple Stack hier, Double Stack da. Auch sehr gut. Aber auf der anderen Seite für Regal sieht es ähnlich aus. Die Stacks sind zwar doof, weil zweimal Mud Golems. Das stört halt. In dem Sinne stört das halt Rafe nicht, aber Regal, besonders Jayne Vi, wird es halt sehr stark ankotzen. Ist ein bisschen doof.
Mal schauen, eventuell jetzt ein Go auf Jane Wild. Bounce ist zurück? Nein, es bounce nicht zurück. Sollte... Oh, doch. Oh, schön. First Blood für NB hat dann doch die Cast hochgeskillt und der eine Bounce kam tatsächlich zurück. RNG Pech hier für JNY. Es war wirklich nur Pech. Hat er dann mit der Cast leider nichts gegen tun können. Von den Last Hits sehen wir wieder Regal, die erstmal reine Last Hits doch wesentlich mehr bekommen. Anti-Mage 14:3 gegen Meepo 22:5. Mitte verlieren sie da doch sehr stark. Eventuell jetzt Jayo. Könnten jetzt hier einen Kill auf den Boy Z bekommen. Immerhin Kills bekommen sie. Die Balls treffen nicht ganz, aber Kills ist da trotzdem. Curse of the Silence auf 3. Chrissy stirbt hier für den Kill. Und CK mit einer Double Damage Rune. Kann es dann doch nicht machen. Jayo ist hier sehr greedy. Hat wohl geguckt, dass hier kein Mana ist, sonst wäre er tot gewesen hier. Sehr interessant. Treibt hier auf jeden Fall die beiden zurück. Kann hier committen. Wobei, je nach Bashes von Spiritbreaker, könnte das natürlich auch nach hinten losgehen. Trotzdem ja halt wieder das schöne Meepo in der Mitte. Kann die Bottle auffüllen gehen. 1800 Gold? Holy crap. Was denn das hier? Schauen, ob er hier Boots und Bottle holt. Oder was so das Ziel ist. Ich glaube, das ist der Main Meepo. Wobei, naja, Iron Branch ist hier. Nicht sicher. Aber okay, holt nichts. 1800 Gold, vielleicht angenehmes First. Werden wir demnächst sehen, was da noch so kommt. Jayo wird demnächst wahrscheinlich anfangen, die Stacks zu holen. Das Problem ist, dass er die nicht farmen kann. Muss vielleicht NB dazukommen als Tidehunter. Aber, ja. JNY holt sich hier noch ein bisschen mehr Farm aus den Sidelanes raus. 18-0 ist für die Offlane natürlich schon ziemlich gut, aber... Ja, also können ihn halt absolut nicht shutdown, im Gegensatz zum Spiritbreaker. Okay, 13-0. Gar nicht so schlecht. Außerdem mit einem Assist schon. Und Cam Death. Von daher sind die Offlanes tatsächlich even. Und jetzt hier Battle auch Level 5 ist. Aber ja. Beide Supports versuchen hier die Rune zu securen. Für Wisp natürlich die Rune sehr wichtig. Aber Battle ist da. Stellt hier die Ward, die ist relativ offensichtlich. Und wird vielleicht... Die wardet, wenn hier Wards da sind. Nope. Erstmal keine Wards. Hm. 33. Last sitzt ganz gut dabei. Tatsächlich laufen die Lanes wesentlich besser, als ich es von Rafe erwartet hatte. Anti-Mage kommt nicht wirklich mit dem Farm vom Meepo hinterher, jetzt sowieso nicht mit dem Stacks. Aber, ja, BOTs first, okay. Mal schauen, was sonst noch so kommt. Mal schauen, ob sie auf Boy Z diven. Ich glaube, das sollten sie nicht tun. Ja. Ist sinnvoller, hier ist nichts zu tun, sonst kommen die TPs. TPs von Meepo jetzt wahrscheinlich. Ja. Und, daneben. Erstmal nichts passiert. Aber Meepo, Last Hits wird natürlich mehr, Networth wird auch unstoppable sein. Tidehunter Ravage ist draußen und kein Kill bekommen, okay. Aber, oh, schöner Spiritbreaker Turn und tatsächlich können sie das jetzt hier turnen. JNY hat das Problem, ein Bash noch und dann, oh. Und Anchor's Mesh besiegt, das ist der Double Kill für NB. That went different than I expected. Okay. Hat hier einen wunderschönen, dass der Spiritbreaker mit Charge in der Nähe war. Und das so gut turnen könnte. Charge auf beide gestunt. Und schöne Easy Kills. Denjenigen, den wir bisher noch ganz vergessen haben hier, ist Cloud, der jetzt oben versucht, den Tower zu holen. Sollte auch der komplette Tower sein. Cliff ist nicht vorhanden. TPs kommt tatsächlich hier rein. Relocate ist nicht online. Aber der Deny ist Rafe sicher. Und direkt Ulti auf Cloud hier. Und Solo killt tatsächlich. Oh. Zu viele Bashes hier. RNG ist auf der Seite von Ryo. Und sich hier einfach den Solo Kill auf den Troll Warlord Carry. Einiges in XP und Gold für ihn. Und ja, das ist ein Problem, was natürlich der Spiritbreaker ausmacht. Wenn RNG auf seiner Seite ist, dann ist natürlich die Sache. Chrissy ist jetzt hier sehr weit draußen. Hat keinerlei Support. Hat auch keine Ward gestellt. Was genau will er hier tun?
Hat er vielleicht gehofft, den Stack zu unterbrechen? Keine Ahnung. Bisschen awkward hier. Einfach mal kurz durch den gegnerischen Jungle mit dem Batrider gegangen. Lasso war vorhanden. Und daher dachten sie auch so, hä? Das ist ja jetzt ernsthaft alleine. So, Ryo kriegt hier ein Problem, hat Stick Charges, kann eventuell wegchargen. Wenn jetzt hier nicht gebasht wird, nein. Hatte einen Hit die Möglichkeit gehabt zu bashen, kommt aber hier weg. Ja, die beiden können sich irgendwie gegenseitig umbringen. Je nachdem, wer gerade am Tower steht und so. Und wer volles Mana hat natürlich. Außerdem mit Chrissy wird bald Level 5, Level 6 dauert noch ein bisschen. Das ist halt besonders das Ding, dass sie dann halt Spiritbreaker Relocates machen können. Und das, wenn sie das gut exekuten können, dann ist es auf jeden Fall ein Problem. Denn so viel Stun wie Spiritbreaker hat, kann glaube ich 3-4 Sekunden Perma-Stun. Und dann, ja, dann kriegt man derzeit. Ich glaube, ein BKB kommt noch raus vorher. Zwischen Charge macht ja einen Stun Duration 2,4 Sekunden und das ist nach irgendwann, okay. Aber jetzt erstmal in der Mitte CK Go. Ich will den Skill angucken und auf einmal wieder benutzt. So, okay, ich glaube, Dinge passieren auf der Map. Ja. Und Venture Spirit Kill. 8:1 für Rafe. Ja, ich glaube, ich habe nicht gut genug auf das 8:1 geguckt. Es sah halt ganz gut aus. Rafe hat ein paar Kills bekommen. Aber 8:1 ist irgendwie entfallen. 2000 Net Worth vorne. Und das, obwohl sie in Tower hinten liegen. Und jetzt ist halt auch Anti-Mage da. Holt sich noch das Lasso, aber es hilft nichts. Stun auf Anti-Mage. Das könnte eventuell, ja, das sollte ein Kill sein auf Anti-Mage tatsächlich. Hochgebottelt. Chrissy hat leider kein Tether. Oh, und es reicht tatsächlich noch gerade so hier. Gerade so mit der Salve das hochzuholen. Miebe holt den Witch Doctor, aber das Anti-Mage da wegkommen war sehr, sehr gut gespielt von Jayo, dass er da mit der Salve noch gerade so ready hatte. Chrissy hatte halt keinen Link da, von daher war das bitter. Trotzdem jetzt Chrissy Level 6 und Relocate Skinks werden demnächst passieren. Mask of Madness für Spiritbreaker dann auch bald fertig. Noch mehr Chance auf Permastuns. Und ja. Ryo ist low, aber jetzt erstmal Charge auf die Bottom Lane. Auf Meepo, der jetzt nach oben gegangen ist. Wisp Relocate zum ersten auf Troll Warlord und wieder den Carry Down. Es wird wahrscheinlich im Endeffekt trotzdem Meepo sein, der großes Problem für Rafe wird, aber mit 10:2 vorne und einem Anti-Mage, der 1-0 ist und Scheiß-Farm hat, wenn ich mal so grob gucke, was? 55. Ja, Jayo hat nichts. Aber Tide hat er. Hat immer einen Blink und Mech nach 11 Minuten. Holy crap. Und Mana Boots. Farmt as fuck Networth, Top Networth über einen Meepo nach 11 Minuten. Ich habe NB unterschätzt, der jetzt hier eben als Support-Spieler jetzt auf einmal die Carry-Rolle übernimmt. Und gut dabei ist. Smoke ist dropped. Von daher hier erste Smoke von Regal. Mal schauen, ob sie was bekommen. Troll, Venge können gute Solo-Pickoffs machen. Oder Roshan. Und wie es scheint, wird es Roshan. Ja, mal schauen, ob er hier die Spills benutzt zum Scouten. Scheint nicht, ob Chrissy das mitbekommen hat. Schade, aber Regal bekommt hier einen Rosh. Wichtig. Und es sieht nicht so aus, als ob Rafe irgendwas dagegen tun würden. Pushen in den Tower. Es wird nicht gedefft, das Troll-Ulti ist an. Hätte man wissen können. Auf keiner Lane wird gefarmt. Im Wald zu sein, kann natürlich sein. Aber ja, zu spät. Jetzt wird hier durchgecharged. Jetzt wird reingecharged und können sie tatsächlich es unterbrechen. Und jetzt wissen sie, dass hier Rosh schon ab ist. JNY wurde gefunden, geht hier down. Ravage ist natürlich online und ist auch die Death Ward ist da. Roshan fällt allerdings sehr schnell und anscheinend haben sie immer noch nicht gemerkt, dass Roshan ab ist. Das ist sehr interessant und sehr komisch, besonders wenn wirklich hier unten Meepo war und Venge fürs Bild kam hier raus und ist wieder reingegangen. Dachten sie vielleicht, dass sie nicht reingehen können, aber mit Ravage und mit Death Ward, okay, war wieder doch nicht so offensichtlich. Oben kommt jetzt ein Relocate Gank hin. Mal schauen und go. Schön rein. Und erstes dann, wie es wird hier Low Ravage mit benutzt. Okay, ist das hier. Und 2-2 gefokust, aber es reicht. Knapp für Chrissy.
Aber ja gut, mit Ravage, das ist natürlich auch einfach. Cloud geht jetzt hier ziemlich aggressiv rein, da sollte er definitiv aufpassen und wird hier tatsächlich down gehen. Anchor Smash und Blink, okay. Wird hier die Aegis wieder abgeben. Ein paar Throws von Regal, denn es wird eventuell das zweite Mal hier sein. Haben zwar keinen Stun leider, aber Death Ward sitzt jetzt hier. Wird unterbrochen von Meepo und Cast wird auch sehr schmerzhaft unterbrochen von Meepo, der jetzt doch hier reinkommt. Buyback wurde geused. Und jetzt ist Titan knapp 1000 Gold überhalb von Meepo. Tja, man möchte meinen, die Titan der Carry Games sind seit Dota 1 Zeiten vorbei. Aber sind hier stark dabei. Komm hier rein. Anchor Smash ist draußen. Boy, sie kriegt noch gerade so einen Silence raus. Das ist interessant, obwohl er gesilenced war, kann er noch casten. Mecha ist noch da, sollte er vielleicht aktivieren. Oh, Chrissy wird hier rausgezogen. Trotzdem, NB sollte wegkommen. Chrissys Killing Spree auf Io geht damit zu Ende. Aber 13-4 ist nicht so viel, weil sie haben auch die Silence-Level bezahlt. Jetzt kommt die nächste Engage. Meepo, Visim ist low. Haben sie noch Damage? Es sieht nicht danach aus. Kommt hier weg. Und aber der Rest des Meepos nicht. Dieback von Meepo, 47 Sekunden auf Cooldown. Und Regal müssen hier abhauen. Tower denied von Wisp. 14-4, die ersten Grafen sehen aus. 4000 Gold vorne von Wraith. Stippt jetzt ein bisschen runter, aber es sind halt auch Tower, die denied wurden. Das ist bitter. Relocate Gangs werden jetzt hier auf die Toplane angewendet. Cloud ist da ganz weit allein. Wird gebasht, wird die Spirits abbekommen und easy Kills auch hier. Wraith ging ganz gut ab mit Spiritbreaker und Wisp Relocate Kombos. Zwar nicht zusammen mit Antimage, der die Zeit nutzt, um zu farmen. Wer hätte es gedacht? Was wird das? Wahrscheinlich 16-17 Minuten Battle Fury. Kein gutes Timing für Antimage, aber wäre auch in der Mitte und hat nicht viel bekommen gegen den Meepo. Gedived auf CK. Sieht ganz übel aus. Anchor Smash noch draußen. Versucht hier zu diven, aber sie haben halt, also versucht hier ein bisschen noch die Zeit zu verschwenden, aber sie haben halt Ravage und Death Ward wird jetzt benutzt. Sicher ist sicher. Aber finden jetzt hier Anti-Mage. Oh. Schöner Easy Kill auf Jayo. Der hatte. Hatte noch kein Gold, um Disclaimer zu kaufen und das Battlefield fertigzustellen. Von daher. Doof dafür. Beide TPs hier oben abgebrochen. Und Rave sagt sich, okay. Dann Mask of Madness an und weiter. Tja, ist halt die Frage. Meepo kann farmen. Aber, tja, die Gangs kommen halt. Die Gangs kommen auf die Cores. Troll ist ziemlich geshutdownt. Hat wenig. Gut, 6000 ist immer noch mehr als Anti-Mage. Aber, ja, ist ja die Frage. Muss man im Endeffekt auch in den Teamfights sehen, die dann irgendwann kommen werden. Haben halt ziemlich große Präsenz von Wraith mit dem Death Ward, mit der Ravage. Und im Endeffekt auch mit dem Anti-Mage und seiner Mana Void, die durchaus dem Silencer wehtun könnte. Der zwar noch nichts hat, jetzt auf dem Catch-Up-Mai das geht. Um halt auch im Late-Game fett zu werden. Aber die Frage ist, ob sie ins Late Game kommen. Wraith hat Möglichkeiten natürlich. Hey, Anti-Mage. Und ja, das Death Ward ist natürlich mit Argenems im Late Game immer noch richtig stark. Und auch Titan, da wird viel, besonders mit Refresher, Ravage. Aber trotzdem sind sie doch ein recht aggressives Lineup und wollen nicht unbedingt machen. In der Mitte ist schon wieder der Kill auf Cloud. Können sie halt einfach nichts gegen tun. Ich glaube, Silence ist benutzt. Das war bitter. Auf der Bottom Lane. Geht jetzt Witch Doctor down. Er hat jetzt wahrscheinlich mehr erwartet. Chrissy kommt hier zurück, alleine. Und wird auch noch sterben. Aber Tether zurück zu NB. Wunderschön gemacht. Sehr schön, dass da NB rechtzeitig noch da war. Mit Foster und Blinkdagger kommt er da sehr schnell hin. Aber schön gemacht, ein 1-2 Trade. Dafür, dass Global Sensor noch rausgegangen ist, nur für den Witch Doctor. Ist sehr klasse gelaufen für Wraith. 17-6. Auf dem Board, die Grafen sind im Networth nicht so viel, denn Meepo farmt. Aber sonst passiert nichts. Top 3 Farmer. Ach du großer. Top 3 Farmer sind halt auf der Seite von Wraith. Und nur Meepo ist vorne.
Und Mipo kann natürlich auch sehr schnell down gehen. Hat kein BKB und ist dann sehr anfällig gegen eine Ravage. Und ja, NB ist auf dem Weg zum Refresher. Also ja, 200 Gold, okay. Aber das wird auf jeden Fall wahrscheinlich sein nächstes Item sein. Und danach, ja, Hex oder Shivas. Er baut sehr mobile Items, von daher wird es kein klassischer Carry-Titer damit hart oder sowas. Aber, naja, früher war das ja auch noch mit Carry-lastig, wo Anker Smash noch ein Passiv war. Chance auf Turn. Die Zeiten sind ja auch schon ein bisschen länger vorbei. Weiß ich nicht, 2 Jahre? Guess. Den Weil kann hier ein bisschen scouten, aber muss auch da raus. Tower geht einfach down. Und Wraith wird wahrscheinlich hier weiter in Force runtergehen, beziehungsweise Cloud nochmal töten. Aber diesmal ist CK da, um ihn rauszuswappen. Auch wenn sie nichts anderes tun können, außer ihn rauszuswappen. Da kommt der Kill wieder. Früh das Ulti genommen. Aber Swap ist nicht da. Mannarbeit wird benutzt. Chrissy wird hier wahrscheinlich down gehen. CK ist sehr low. Ravage wird ganz oben geblowt, tatsächlich um Boise zu diven. Das ist bitter. 3 tot schon, aber Mipo ist drin und Mipo macht Damage. NB, schöner Force-Staff da raus. Jayo versucht hier zu fokussen. Visam könnte... Ah, die Cast bounce tatsächlich durch. 4 Leute down und... Oh, da geht auch noch Jane Y down. Kompletter Team-Wipe von Regal. Mitten im T2-Tower haben sie stark gedived. Das lief katastrophal. Und das wird nur noch schlimmer mit der Ravage und so. Snowball. Und trotz... Obwohl Anti-Mage eigentlich kein Issue ist, holen sie hier sehr, sehr überzeugend den T2-Tower und... Ja, haben vielleicht versucht sogar hier T3 zu machen, aber nein. Das wäre Overextension. Haben noch so viele Tower auf der Map. Und dann hier noch T1-Tower stehen, der vielleicht vorher sein sollte. Nur ein T2 tatsächlich für einen kompletten Team-Vibe, aber wir sind 20 Minuten drin. Respawn-Timer sind ungefähr bei 20 bis 30 Sekunden. In der Zeit ist natürlich, tja, nicht so viel möglich. Besonders wenn der T2 noch volle Leben hatte. Regal Defen jetzt hier. Das versuchen sie, wird ihnen jetzt nicht mehr passieren. Hoffen sie zumindest. Aber 1500 Gold für Tidehunter. Schöner Blink weg. Ganz knapp. Aber Chrissy wäre auch da gewesen, um ihn mit dem Relocate zu saven. Große Stacks, die jetzt gefarmt werden. Danke Tidehunter und Anchor Smash. Das ist ja auch wahrscheinlich, dass alle Anti-Mage gegeben werden, denn Tidehunter hat noch 2 Items, dann ist er 6-slotted ungefähr. Das ist natürlich auch so ein Ding. Aber die 2 Items werden Refresher und Shivas sein. Oder Refresher und Hex wahrscheinlich gegen Mipo. Von daher wird das noch einige Zeit dauern. Auch schön von Chrissy hier mit dem Blink-Dagger und die langen Tethers. Schöne Bugs bzw. Features ausnutzen hier. Mal schauen, ob er das im Fight anwenden wird. Und ob das... Ja, ob das relevant ist oder ob er dann nur ein bisschen Spielerei betreibt. Denkt ihr, auf Wisp ist halt so eine Sache. Er hat halt die Möglichkeit, nach dem Relocator rauszukommen. Er hat die Möglichkeit, langen Tether zu machen. Und er hat generell dieses Mobile, dass er ja so schnell weggehen kann, wenn er gefokust wird. Oder sowas. Wenn er gefokust wird, ist es natürlich noch zu spät, ja. Aber ja. Jetzt wird aber der Wraparound von Regal hier gemacht. Das könnte katastrophal sein. Ravage ist ab. Global Silence ist da. Wird jetzt erstmal Ryo fallen. Aber Ravage benutzt, Jane Y ist low, aber Cloud ist anscheinend das Ziel, was wir wollen. Trotzdem wird es sehr gekitet, Mipo ist im Hintergrund, Cast ist jetzt da. Und ja, Death Ward direkt unterbrochen. Das läuft nicht so gut für Wraith, der Wraparound scheint zu funktionieren. MB versucht raus zu TP'en, schöner Swap ist weg. Und Wisp ist ohne Relocate, beziehungsweise ohne MB leider daraus gemusst. Blink Dagger, nicht auf Cooldown, die Wave holt den letzten Hit. 3 bzw. 4 zu 0 der Trade hier. Blinkdagger sollte vielleicht mal benutzt werden. Bisschen greedy, aber jetzt wird es dann dafür down sein. Versucht das Ganze noch zu juken, aber es ist halt niemand zum TP hin. Ja, und jetzt geht er dann down. War ein bisschen sehr greedy. Hätte halt auch einfach hier reinjumpen können und blinken können. Dominating Streak abgegeben. Greed für Wraith, aber ein wunderschöner Wraparound von Regal, um es nochmal zu sagen.
Hat richtig geil funktioniert. Sie waren schön gespreadet für die Ravage. Ravage hat nur auf 3 gehalten. Global Silence ist super reingeschlagen und Nipo war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hat die Supports geholt und auch Spirit Breaker war am Anfang schon draußen, sodass er nirgendwo ein Stunlock auf den Hero drauf tun konnte. Roshan, oh nein. Eine Sekunde länger hier geblieben und dann hätte er ihn gescoutet. Sehr bitter für Regal hier. Hier damit hat eventuell Rafe die Chance, Roshan zu contesten, aber jetzt haben sie es bemerkt, jetzt könnten sie eventuell hier den Go machen. So, aber ja. Smoke ist da. Blinkt rein. Anchor Smash auf alle. Ja, sehr gut. Keine Ravage da. Death Ward ist aber da. Und ja, Death Ward kann man mal da reinsetzen. Easy Kills. Snatch tatsächlich. Also, Mipo oder Troll hat hier Roshan noch bekommen. Aber trotzdem, der Aegis geht hier an Rafe, die auf einmal wieder einen kompletten Teamwipe hier hinlegen. Holy crap. Suddenly, things went unexpected wrong. Und T2 Tower ist jetzt auf jeden Fall sicher. Mit 20 bis 30 Sekunden Cooldown Timers wird das allerdings ein bisschen schwieriger. Oh, T2 ist nicht sicher, denn die Kirche ist weg. Daher müssen sie jetzt hier schnell versuchen, vielleicht Highground in der Mitte zu bekommen. Ein Tower wäre vielleicht möglich. Aber da müssen sie jetzt beeilen. Silencer ist da. Silencer hat Global Silence. Swap auf der Venge wird auch fertig sein und Troll ist dann auch wieder da. Trotzdem, Nipo hat wahrscheinlich Buyback. Nipo hat Buyback. Das könnte katastrophal für Rafe enden, wenn Regal es gut spielt. Und wenn sie jetzt hier greedy sind, sieht so aus, als ob sie sehr greedy sind, wollen unbedingt diesen Tower haben und wollen auch noch die Max haben. Das könnte greedy enden. Mipo ist jetzt da, Mipo wird nach vorne tippen. Aggressiver Ravage, das ist eine Möglichkeit, wie man dem begegnen kann tatsächlich. Aber sie diven hier sehr tief. T4 dives, Ryo wird hier gedived, Global Sinus ist draußen, Jayo kommt hier nicht weg, kann nicht tippen, kann nicht blinken. Und wird von Mipo einfach gecleant. NB ist jetzt auch hier drin. Hat natürlich sehr viel Armor, kriegen hier die Rex noch, aber zu welchem Preis? Haben die Venge bekommen, aber zu 3. Train hier 3 plus Anti-Mage auch noch rein. Und NB eventuell geht hier noch down. Ja, geht hier down. Verbraucht die Aegis, wird wahrscheinlich hier wegblinken können. Ja, wird wegblinken können. Aber trotzdem. 1 zu 4 fast der Trade. Ach, blöder Fight Recap. Nicht so gut. Andererseits, Visem, it's a trap. Wird hier gecleant. Also wird hier angegangen. Oh, ganz knappe Sache hier. Ganz knappe Sache mit Janeway. Wäre da gewesen. Ein Flame Break aber auch nur. Weiß ich nicht. Eventuell hätten sie das turnen können. Sehr knapp. Tja, auf Extension dafür. Aber immerhin haben sie Range Tracks bekommen. Die Frage ist halt nur, ob das bisschen Pushen wieder der Tod auf dem Anti-Matches wert war. Und Chris hier snackt sich hier ernsthaft mit einem Relocating Kurier. What a player. Oh man, what a player. Seriously. Jo, wir schauen uns mal die Grafen nochmal an. Die sind jetzt weit hoch gewesen, bisschen nach unten wieder wegen der Overextension oder wegen dem Greed. 7500 Gold vorne ist aber noch viel, besonders weil die Tower even sind. Das ist halt wirklich alles Gold, das fest ist. XP ist tatsächlich aber even. Und wahrscheinlich aber auch nur wegen Mipo. Lass uns mal die Levels angucken. Mipo Level 23. Und dann gucken wir jetzt hier an Rafe. 16, 16, 15. Danach kommt 14 und dann 13, 11 und 11, 10, 9. Venge plus Bild Level 9 gegen Anti-Mage Level 16. Titaner Level 16. Das ist natürlich ein großer Unterschied und das biased natürlich sehr den XP-Graphen hier. Ich kann jetzt nicht sehen, wie viele XP wirklich hier davor vor dem Mipo sind, aber es wird wahrscheinlich den Hauptteil dieses Graphen ausmachen. Von daher, beide Graphen zeigen, dass Rafe vorne ist. Wir sehen natürlich auch schon anhand so, dass Rafe weit vorne ist. Wir haben auch schon gesehen, Regal haben es drauf. Wir können mit einem schönen Wraparound, mit einem schönen Teamfight, ist hier noch viel möglich. Global Silence haben sie jetzt Möglichkeit, die Ravage aufzuhalten. Das Problem ist, 1000 Gold und dann haben wir Double Ravage.
Und das wird schwierig, einen Blinkdigger Force-Staff-Titan da aufzuhalten, hier Double Ravage zu machen. Wir versuchen es wieder mit dem Smoke, aber an der falschen Stelle finden hier nichts. Gehen hier nicht nach links, sonst hätten sie eventuell einen Pickoff gefunden. Tja, Raves sind da zum Deffen mit Ravage und es ist ziemlich eng für Regal. Einfach nur eng von der Reichweite her. Und jetzt Geo wird hier schön gelassot. Die Frage ist, ob mehr passiert. Oh, schön von der Illusion gedodged. Aber, tja, es ist einfach ein Kill auf Anti-Match gewesen. Der 1000 Gold wert war. Holy crap. Ich frage mich, warum Rave das einfach so gemacht haben. Ja gut, sie wussten natürlich nicht, dass das ganze Team ist. War schon eine Trap, aber sind da doch alle Top-Bottom gegangen zu deffen. Dann dachte ich, dass ein bisschen mehr Game Sense da wäre, um vielleicht das zu riechen. Hätte vielleicht gerochen werden können, ja. Aghanim ist auf Witch Doctor in 1300 Gold. Ist auch was die Fights ändern könnte. Allerdings ist halt auch sehr viel da, um das zu unterbrechen. Jeder von den Helden von Regal hat eine Möglichkeit, das zu unterbrechen. Und ja, das ist halt dann so die Sache. Nächste Relocate. Nicht auf Cloud. Nur angedeutet, ein bisschen angegriffen. Erstmal zwei Bashes. Tja, wussten aber auch nicht, wo das gegnerische Team ist, von daher sinnvoller, da kein Go zu machen. Haben jetzt erstmal Meepo da drin. Cast ist, wird hier gefunden, geht down. Doch ein bisschen länger hier, aber Aghanim ist Ulti. Und er versucht jetzt hier wegzukommen und schafft es, sich hier wieder rauszuchargen. Aber Swap von Vengeful Spirit und Over Extensions von Rave, beziehungsweise schöne Ghost hier. Wisp holt sich den Gem noch ab. Immerhin das haben Batrider gefunden. Ob es das wert war, ist die andere Sache. 1400 Gold für Regal, für den Batrider und den Gem. Rein vom Gold okay, aber halt auch die Map Control ist tatsächlich relativ wichtig. Finden jetzt hier auch den Ward, der noch sehr lange ist und sehr aggressiv ist, was auch praktisch ist. Oder finden ihn? Ja, na doch, haben ihn doch gesehen. Hab schon fast gedacht, sie laufen vorbei, das wäre nicht so gut. Wenn sie dachten, da ist kein Ward, aber da ist einer. Top Tier 2 wird von Meepo wohl jetzt down gehen. TP, da ist jetzt Meepo. Die Frage ist, haben sie genug Möglichkeiten? Ravage wird benutzt, Refresher, damit den ersten. Die Frage ist, haben sie den Fokus, um hier den Kill zu machen? Es sieht erstmal nicht danach aus. Können sie hier schön turnen? Ah, Mana Void nicht genug, aber Meepo geht down. Mega Kill Streak an Anti-Mage. Der das natürlich ganz gut gebrauchen können, aber zu viel sollten sie jetzt hier nicht doch vorgehen. Okay, Vengeful Spirit ist noch sehr, sehr low. Und auch Janeway ist low, hat auch einen Spirit Breaker, sollte er sich jetzt also schnell auf den Weg zurück machen. Und, nee. Jeder Pub-Seeker, jeder Pub-Breaker würde jetzt hier durchchargen bis zum Well. Cloud ist ja auch direkt hinter ihm und guckt, dass halt kein Spirit Breaker vorbei gecharged wird. Aber naja, war ein bisschen zu weit weg dafür. Tja. Nächste Charge from Base. Irgendwie muss er ja aus der Base rauskommen. Chase. Wahrscheinlich ist hier vielleicht ein Go-Mit machen. Das könnte sogar ganz gut passen. Haben keinerlei Vision dafür, dass es kommt. Und der Go kommt tatsächlich auf Cloud. Kommt rein. Bash. Aber, schönes BKB. Da haben wir das genutzt, um den Silence zu unterbrechen. Batrider ist auch schon down. Cloud versucht jetzt hier mit zurück zu Permabashen. Witch Doctor Ulti hat gesessen, aber direkt gesilenced mit dem Last Word. Und 4 down für den Spiritbreaker. Es wird der T2 Tower. Und mal schauen. Haben wir Buybacks? Wir haben einen Buyback auf Troll. Immerhin. Aber es sieht trotzdem schlecht aus hier. Einiges an XP und an Gold. Wieder für Rave gegangen. Die Grafen gehen jetzt weiter nach oben. 10k Networth sollte es sein und 10k... Ja, im Endeffekt sind es 10k Experience ohne den Meepo. Aber gut, das zählt auch wieder nicht. Buyback von Troll lässt zumindest das Rave ein bisschen zurückgehen. Nochmal so overextenden wollen sie jetzt da auch wieder nicht. Besonders wenn sie das doch eigentlich sicher haben. Roshan sollte auch da sein. Sollten sie sich jetzt denken, denn Roshan ist da. Und es hat Cheese. Was auf jeden Fall Anti-Mage wahrscheinlich freuen sollte.
der halt meistens genetzt ist und da nicht viel tun kann. Aber halt auch so, naja, eventuell könnte das Cheese auch an Titan gehen, denn der hat eine Ravage mit Refresher zu zünden, mit Maker dazu und hat dafür noch lange nicht genug Mana. Ja, 400, 600, ja, das hat er lange nicht genug Mana, sollte vielleicht der Cheese an Titan ergehen. Und es ist ein früher Death Ward einfach auf dem Boden, um hier jegliches Counter-Initiation zu verhindern. Trotzdem Ravage draußen für nichts, Batrider ist da, Meepo geht jetzt hier rein. Anti-Mage ist da, versucht hier Wisp, okay, ist ein bisschen spät drin. Dachte ich, dass er... Oh, Roshan! Anti-Mage holt sich den Double-Kill, aber von Roshan geholt. Das ist besser als nichts. Cloud ist hier low, aber Wisp ist jetzt wieder raus. Ryo versucht sein Bestes hier, die Ventures Bild zu holen. Auf der anderen Seite haben wir Cast, der gepermastunt wird von Cloud. Buyback von Anti-Mage. Wollen hier auf jeden Fall den Roshan bekommen. Meepo hat kein Buyback. So, 400 Gold Short, das ist bitter. Und jetzt geht auch noch Troll down. 80 Sekunden on the sidelines. Buyback war das. Kein Buyback auf Troll, kein Buyback auf Meepo. Das ist auf jeden Fall Roche. Und mit dem, ohne den Buyback auf Troll, nicht sicher. Die erste Ravage, also die nächste Ravage ist halt wieder online. Und NB wird einfach mal den Gem fallen lassen, ja. Und dann den Cheese holen aus den von mir eben genannten Gründen. Sinnvoll. Spinbreaker, wieder in die Initiation. Aber ja, kein Fountain Diving. Wäre auch sinnvoll. Erste Lance of Rex ist down. Troll ist noch 30 Sekunden um the Sidelands. Meepo kommt jetzt wieder. Die Frage ist, ob Meepo alleine irgendwas ändern kann. Witch Doctor ist auch nicht da, von daher Feeking 4. Hat das Aghanims fertig, aber auch perfekt zum Zeitpunkt. Silencer auch. Von daher, Global Silence ist jetzt raus, aber Janeway wurde unglücklich gebasht. Und jetzt kommt auch noch der Bash raus und CK wird hier noch down gehen. Genug Bashes und die Ravage ist draußen. Mana Void beendet den Meepo und das sollte das Game sein. Too much control. 44 zu 21 der Endscreen für Rafe, die hier in dem ersten und zweiten Game doch sehr sicher diese Playoffs für sich entscheiden. Und wir in der John Dota League Season 5 Asia in der Division 1 begrüßen können. Glückwunsch Rafe dafür. Und Regal. Knapp dafür, aber es hat nicht gereicht. Im Game 2 haben sie gezeigt, dass sie es drauf haben, aber Rafe hatte einfach viel zu viel Dominanz in Game 1 und 2 und haben den Spirit Breaker richtig super benutzt, um hier Space zu createn. Space Cow hat ihren Namen wieder mal verdient, wer hätte es gedacht. Und trotzdem etwas unterfarmten Anti-Match, der jetzt eben gerade erst online kam, haben sie doch mit dem Carry Titan Hunter 11-1-17 das Ding hier durchgezogen. Nochmal Gratulation an Rafe. Das beendet das Best of 3 mit einem 2-1 für Rafe in der John Dota League Season 4 Asia Playoffs Winners Bracket. Ich bin ZisSaison Dota, mein Twitter-Handle, ZisSaison auf Twitch und GBN Gear auf Hitbox. Und ja, ihr könnt auf YouTube / ZisSaison auf meinem Channel die Sachen in HD-Recordings nachgucken. Aber anscheinend, wie das hier der Chat meint, ist es eher das Problem, dass der Stream hier zu gut ist. Na gut, aber wenn ihr mir gerne das Wetter zuguckt, irgendwann bin ich partnert und dann klärt sich das Ganze auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht es in 25 Minuten weiter mit dem Game Basically Unknown, also früher Sigma Int, gegen 4 Anchors in Sea Captain. Stay tuned!